Ja, alles gut. Gefragt, hast du ja gesagt? Ja, ja. Guten Tag, ich habe ja gesagt. Let's play Stellaris. Ich habe ja gesagt. Hast du? Nee, habe ich auch. Ist alles gut. Hm, ich brauche einen Außenposten. Ah, hier steht meine Flotte rum und langweilt sich. Werdet doch alle mal eins. So, wo ist mein Forschungsschiff? Das ist schon hierher unterwegs. Das ist sehr gut. Eben meinte doch jemand... In Neuss? Ist Gewitter? Bochum! Achso, für die Menschen, die zufällig jetzt, aus welchem Grund auch immer, in diese YouTube-Folge stolpern, wir streamen das auch. Wir sind nicht verrückt. Also ein bisschen, aber wir haben einen Chat, mit dem wir reden. Also mit Menschen. Sind momentan 2000 Mann und eine Frau, Kati. Oh, in 11 Monaten werden meine Grenzen 20% größer. Ich glaube, das ist, wird ziemlich cool. Wollte ich mal kurz anmerken. Ach, jemand hat gesagt, ich soll erst die Trümmer erforschen. Ich habe ein ekliges Zeug entdeckt. Guck ihn dir an. Moment. Das ist, sieht aus wie eine Alge mit Anzug. Ew, ein Anzug-Alge. Die Kaiserin sonst was grüßt mich. Kaiserin sonst was grüßt mich. Da muss ich, hier das alles noch befrieden. Oh, guck mal. Schön, wir uns aneinander drücken. Mhm. Bett? Das Bett ist direkt neben Zimt? Ja, jetzt haben alle Rivalitäten hier. Wieso kann ich hier keinen Raumhafen bauen? Auch ein Raumhafen-Startmodul? Ja, das ist das, du kriegst auch die Rakete. Achso, ich bin zu dumm, das ist das recht. Ja, ja, alles gut, alles gut. Alles gut! Ich war tump. Da gibt's Ärger, warte mal, sorry, ich muss gerade zwei Sachen gleichzeitig machen. Kraftwerk, das kann ich bei Gelegenheit dann übernehmen. Schon hab hier genug. So, was haben wir hier? Eieiei. Die sind aber doch noch ein bisschen zu böse hier in Tram-Tram-Land. Warum ist das nicht erforscht? Weil da Feinde sind? Hier? Nö, aber da schickst du auch keinen hin. Nee, nee, aber nein, nein, das ist halt nur nicht zu Ende erforscht, ja. Und ich fragte warum. Aber ich habe laut gedacht. Aber du schickst gerade jemanden ins Feindesland, ne? Deine Flotte fliegt gerade nach morgen und da sind Feinde. Ja, da sollen die hin. Achso. Das ist der Plan. Die sind ja, das sind ja die, die hauen. Ah. Weißt du? Weiß ich. Sind ja die Hauer. Habe ich von gehört. Oh, noch ein neues Kolonieschiff. Aber ich habe nichts, wo ich siedeln könnte, ne? Du hast eben auch geguckt, oder? Mhm. Das ist echt ätzend. Dabei sind wir doch so ein Siedelvolk. Ja, deine Kolonie-Technologien sind auch nicht weitergekommen. Ja, ich habe halt sehr langfristige Projekte, ne? Das ist 1200. Das hier geht jetzt bald weiter und das auch. Also es geht schon. Wir hatten, glaube ich, auch viel Pause, ne? Aber Bettina! Immer wenn du halt Sonderprojekte machst, ne? Forschst du nicht. Bettina soll ihre Brüste einpacken hier. Soll sich bitte was anziehen. Ach krass, guck mal, die trügerischen, das sind jetzt ja einzelne Quests, die ich hier gekriegt habe. Ja, das ist halt das, was am meisten Forschung frisst. Das sind halt immer, das braucht die Forschung. Ich hab's nicht gemacht, aber... Ja, ich könnte noch Trümmer erforschen, das vergesse ich immer. Ich werde doch einfach mal wieder ein zweites Forschungsschiff. Guck mal. Warum mag die Spiel mal aus hier? Was? Oh. Okay. Und bei dir. Also. Ich habe mich amüsiert über
ein seltsames Phänomen, das man manchmal nicht angezeigt bekommt, wo der Himmelskörper wirklich ist, unter welchen Grenzen. Und wenn man die Karte dreht, kann er, sieht es so aus, als könnte er die Grenze wechseln. Das erfreut mein schlichtes Gemüt. Construction complete. Oha, wir machen Minus. Aber das habe ich ja zum Glück gerade in Auftrag gegeben. Bam! Fusionsenergie ist fertig. Oh, warte mal, was ist hier? Guck mal, hattest du das? Hattest du schon mal Forschungsalternativen plus 1? Das ist gar nicht so schlecht, oder? Das ist super. Und das, oh, das ist aber rattenteuer. Dann nicht. Deflektoren, Warp-Antrieb ist aber auch teuer. Ja, hast du schon irgendeine Panzerung? Weil sonst, also deine Schiffe fliegen halt sonst immer sofort in Einzelteile, wenn irgendwer da. Nee, ich habe noch keine Deflektoren. Nee, es ist aber Planetenbefestigungswiderstand. Nein, das andere ist eine Komponente. Das obere ist der Planetenwiderstand. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ach, die Deflektoren. Ah, du hast recht, ja, ja. Aber du wärst auf jeden Fall ein guter Lehrer. Nein! Ja. Du bist dumm! Ja. Arbeitest du nicht bald mit vielen Kindern? Ich arbeite mit Erwachsenen, die mit Kindern arbeiten. Okay, dann sind die dumm. Ja. Nein! Manchmal habe ich das Gefühl, man muss mit ihnen so reden. Sonst hörst du auch nicht zu. Sonst passiert irgendwas Neues, Wichtiges. Ich habe die New Aliens gefunden. Genau. Die haben New Metal erfunden. Die hängen auf Butterkeks rum. Boah, gestern war ich schon wieder so auf Butterkeks. Ich komme gar nicht mehr klar. Sombrex hat gesagt, ich hätte Warp erforschen sollen. Oh, was ist denn? Ja, wahrscheinlich hat er auch recht. Das habe ich nicht gesehen, dass es ist. Der Warp bringt dich ja natürlich viel weiter. Jetzt Deflektor, ich kann es ja noch ändern. Complete. Ja, es ist halt cool, weil du fliegst halt schneller im Hyperraum. Also im Überschallsystem. Boah, aber der. Das dauert tausend lange. Überschall, Überlicht meine ich. Nee, ich erforsche trotzdem vorher die. Die Deflektoren, weil die dauern nur 261. Mhm. Und haben einen Boost, weil der Wissenschaftler das kann. Mann, was sind das denn hier alles für Riesengedängels? Ist ja fürchterlich. Ach, ich habe ja auch den Fusionsreaktor schon erfunden. Warte mal kurz, ich muss mir einmal ein Schiff zusammendenken. Oh, ich habe. Oh, was bringt der Fusionsreaktor nochmal? Der ist einfach größer. Ja, ne? Einfach immer das Höchste nehmen, immer das Fetteste. Du kannst auch überlegen, ne? Einfach draufschieben, dann ist das weg. Und dann würde ich an der Stelle noch den anderen Rumpf einbauen, der drei kleine Kanonen hat. Ja, das. Ja. An Abfangerumpf. Du brauchst den, also genau, und dann. Noch andere Waffen irgendwie? Nee, du hast nur die, okay. Ja, also dadurch, dass du gerade eh noch nichts anderes hast, lohnt sich das fast gar nicht, weil du hast jetzt halt drei freie Slots. Ja, kann man halt machen. Aber ja, du hast halt. Aber die größeren, sind die denn effizienter? Ja, auf jeden Fall. Guck dir halt mal, also die kosten 10, bringen dir 15 und die anderen. Du musst den Cursor über das jeweilige S oder M und L nehmen. Klein bringen 10, 5, ja. Die sind effizienter, also. Ja, also wenn du weniger brauchst, ja, das ist billiger, das stimmt wohl. Ja. Und so geht's mit plus 2 raus, oder müssen die mehr haben, bringt das was? Null, immer auf 0 rauskommen. Ja, Warp, es ist sehr selten, dass man einen anderen. Er hat Warp. Es ist, er forscht gerade. Ich weiß, ja. Aber nein, du machst dich auf deinem Antrieb schneller. Ja, okay. Also du kriegst keinen neuen. Es ist einfach nur, du verbesserst deinen Antrieb. Ja, nee, ich rede mit dem Chat. Ja, aber der Chat, also. Nein, du willst sagen, der Chat ist dumm. Ja. Nein, das will ich halt nicht sagen, Mann, sondern es ist die falsche Annahme. Ich bin auf Hyperraum, du bist auf Warp. Ja, ja, du hast diesen Unterton. Ihr seid dumm, merkt ihr das? Gleich gestikuliert er wieder und macht Dinge kaputt. Ach, da habt ihr es gesehen! Ich bin ein Hellseher!
Ihr müsst bitte die Polizei rufen, wenn er versucht, seine Fortpflanzungsorgane in meinen Körper zu rammen, um Eier in meinen Brustkorb zu legen. So, ich baue jetzt diese Schiffe, die Keksdosenschiffe, die sind bestimmt super. Super. Oh, die sind gar nicht so viel teurer. So, danach werden wir besser. Kannst weitergehen? Ja. Ich hatte Pause gemacht, sorry. Ah, Sombrex hat's eingesehen. Er hat es mit dem Antrieb verwechselt. Das ist ja auch alles. Also, wenn bei mir jetzt gestanden hätte, ich könnte Warp erforschen, wäre auch alles richtig. Das wäre also. Sind ja die Vogelschiffe nicht schön, die Vögelschiffe. Hier soll ja mein Außenposten hin. Nein, sie rufen nicht die Polizei, weil sie verstört sind. Das ist kein Freibrief. Eier in meinen Brustkorb zu legen. Damit die Schaben hier wohnen können. Das ist ja, die Mod mit den mehreren Farben ist schon nicht schlecht eigentlich, ne? Mhm. Siehst du den Unterschied hier? Ich nicht. Ja. Ah, die mächtige Ente, sie kommt. Oh, was ist das denn hier für ein Quatscheruch? Doch kein Name. Was hatten wir denn noch? Anomaly found. Erforschen. Lebkuchen, ne? Lebkuchensystem. Incoming transmission. Was denn? Warte mal. Oh! Die Siran Confederation bietet mir ihre Sternkarten, möchte dafür meine Sternkarten. Ich finde, das ist ein guter Deal. Oder siehst du ein Problem damit? No problem. Wer sind die? Oh, guck mal, die wohnen hier unten. Kennst du die schon? Ja. Die sind nett. Die haben mir Dinge gegeben. Über den auf minus 200 bei den diplomatischen Beziehungen. Ich bin bei minus 47. Aber sie sind xenophil, deswegen mögen sie. Achso, ich dachte gerade, die wären das. Aber das sind doch auch so Eumels wie du. Ja. Butterkeks. Achso, kann ich hier mal wieder was bauen eigentlich? Research complete. Rutsch! So. Ja, hier, die finden Sklaverei minus 20% gut. Die Johnnies. Wird das jetzt noch schlechter? Nee, okay. Doch, wurde es. Dann in dem Moment noch mal schlechter geworden. Echt? Ja. Doof geguckt. Der war doch bei falsch. 50. Die waren's. Oh ja. Hey, die finden das überhaupt nicht so cool. Pro Sklaven finden die das minus 10. Kann ich das wieder zurücknehmen? Klar, emanzipieren. Dauert das ein bisschen? Ja. Hat eben auch gedauert. Außerdem bei Anhalten, ne? Ja, aber. Außerdem finde ich Sklaverei eigentlich eh doof. Oh, ich habe Silizium-Lebensformen gefunden. Na gut, hier leben nur Sklaven, das ist okay. Die erholen sich jetzt erstmal wieder. Du bist jetzt ein Sklave! Nein, das finden wir nicht gut. Okay, du bist kein Sklave mehr. Oh, der ist erwachsen. Was brauchen wir denn hier? Kommt eine Mine hin. Ein Futterladen hin. Construction complete. Unforgiving Hatchling. So.
Ja, Sklaven sind doof, da habt ihr recht. Aber es ist krass, ne? Man spricht viel weniger, weil so viel zu tun ist. Also ich finde, also es ist auch viel passiver, was man macht, weil also es vergeht halt was und man guckt halt so zu irgendwie. Bei Crusader Kings fand ich es vielleicht dazu, so aus einem Schwank zu sagen, was denn gerade passiert. Also ja, es ist halt auch so viel einfach, ne? Wo man... Was machst du denn hier klar? Achso, das soll den Planeten erforschen. Wann habe ich ihm das denn befohlen? Ich hab... Oh, warte mal kurz. Ich hab eine... Von verrückten... Der sieht aus wie der Typ von Street Fighter oder Tekken. Keine Ahnung. Oh, ich hab eine Forschung offen, ich Idiot. Großmarschall Hadad Uvilive. Das ist der unumstrittene Herrscher. Ja, das ist eine militaristische... Grüßt euch als eins. Okay. Gebirgszüge habe ich noch nicht. Ah, hier! Das brauche ich, oder? Ja, aber das sind nur 20%. Ah. Eigentlich brauchst du andere Welten. Weil wenn du Gebirgszüge entdecken kannst, hast du... Nee, das sind aber die einzigen, die ich noch nicht kann. Kannst du auch scrollen? Scrollen, oder? Das ist auch scheiße. Nein, nee, vor allem, das sind die einzigen, die ich noch, die mir fehlen halt. Nein, dir fehlt ja auch Kohle, also dir fehlen alle anderen Welten außer deine. Du hast zwar hohe Prozentzahlen, aber du kannst da nicht siedeln. Nee, siedeln kann ich auf, tropisch, kontinental. Wenn sie da wohnen würden, hätten sie eine hohe aber ich kann da noch nicht siedeln. Ist, ach so, das habe ich noch gar nicht gerafft. Ja, toll, aber Aride bringt mir ja nichts. Das ist ja viel zu niedrig. Oder nicht? Prozent ist echt nicht cool. Ja. Regeneratives Rumpfgewebe habe ich scheinbar schon an. Also habe ich irgendwas gefunden? Ja, das haben so ein paar von diesen Alien-Viechern haben das. Energiesauger sind lustig. Hat man den Cursor über das. Also über das M bei Energiesauger. Macht Schaden. Penetriert die Panzerung. 23. Ah. Naja, Panzerung penetrieren. Rationen sind toll. Ja, also dafür, also da bräuchte man ein bisschen was für, also ist auch sau teuer, ne? Ja, also ich weiß noch gar nicht, was es spieltechnisch bringt, eine Föderation zu haben. Also Bündnis ist zum Beispiel voll teuer. Und also Bündnis kostet konsequent die ganze Zeit. Aber die sind auch raketenteuer, ne? Ja, halt auf 4500 ist viel. Klick mal deine Welten durch. Wir suchen mal nach Gebirgszügen. Habe ich, glaube ich, nicht. Ich habe ja tropische Welten. Das macht nichts. Nee, aber ich habe nur so Sumpfscheiß, meine ich. Okay. Ich der Dschungel. Ja, da ist zumindest eine. Zwei sogar. Aber. Ja, das ist nicht so teuer, ne? Und auf Dauer. Da ist noch einer. Und noch einer. Ja. Ja, gut, dann machen wir das mal. Ich will auf jeden Fall die dicken Torpedos. So, warte mal. Dann kommen die Jungs. Okay, kann weitergehen. Oh, mit Föderation können wir zusammen eine Schiffsklasse bauen. Okay. Ja, Nibelhain, oh, tschüss. Schön, dass du da warst. Und ja, du wirst alles bei YouTube sehen. Was wir jetzt machen, in 3 Monaten. Ja, obwohl, jetzt geht jetzt ein bisschen schneller. Verzeihung. So, was kann man denn hier noch? Was fehlt mir denn noch? Oh! Liegt das in meinem. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Oh, sind jetzt meine Grenzen größer? War das das? Ja! Hier, guck. Oh, hab ich eben gar nicht gerafft. Bäm! Meine Grenzen sind 20% gewachsen. Oh, da ist diese neue Ressource.
Ach. Ah. So, wo kann ich noch was bauen? In Mega. Ja, krass. Eieiei. Evading hostile fleet. System survey complete. Anomaly found. Wo evadest du denn hier? Ach, mein Bauschiff, scheiße. So, kann weitergehen, sorry. Ich überlege gerade, ob ich einen meiner eigenen Bewohner säuber. Oh nein, warum? Ist er sauer? Ja, der ist nicht kollektivistisch. Oh, nimmt einen Hase und schmeißt sie gegen das Chatfenster. Folge ist zu Ende. Der arme Hase. Krawallkati ist auch schon gar nicht angetan. Liebe YouTube-Menschen, diese YouTube-Folge endet. Wir reden momentan ein bisschen weniger, aber dafür ist das Spiel auch mega spannend. Ja, das wird jetzt bald wieder mehr. Construction complete. In diesem Sinne, bis gleich, ne?